für Geräuschkulisse? Was zur Hölle? Ja, telefonieren wir erstmal, ich komm gleich. Was? Okay, egal. So. Hallo. Schau an, wie krass. Meine alten Kameraden, bitte kommt in mein Büro. Was kein Büro? Was für ein Büro? Sieht eher aus wie ein zerbröckelnder alter Tempel. Ach ja, kümmert euch nicht drum. Die besten Designer sind an der Sache dran. Die haben schon Preise gewonnen, nur vom Feinsten. Wie dem auch sei, ich nehme an, ihr seid wegen des Draußers berühmten Manöver für Fortgeschrittene her. Ja bitte, wir haben ein paar neue Tricks dringend nötig. Super, weil ihr meine lieben Freunde seid, werde ich euch einen echten Bossknacker lehren. Für nur 30 Federn, ein echtes Schnäppchen. Moment mal, ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Wir schalten Welten frei und du gibst uns Gratiskram. Ja, dachte ich. Oh. Ja. Was, meine Gratistricks gibt es leider nur in dem Hivori Towers. Was, dem Weltswelten gibt es das nicht. Sagt, an welche Sachen ihr interessiert seid. Dann füllen wir die erforderlichen Formulare aus. Formulare, was? The Names. Browsers Worldwide Incredible Trailers. Ja. Scheiße Super Sonderschüsse, um Geheimnisse zu zeigen. Okay, ich sehe, wie viel Pfeffer da unten 60 haben. Ne? Was ein super Trick ist das? Kumpelkracher. Ist wahrscheinlich auf dem Boden stampfen. Schlürfe essbare Objekte und schieße mit Projektilen. Okay, das sind praktisch die die Eier. Die Eier, die Kazooie schießen konnte. Und das ist scheiße super. Kann ich nur zeigen. Wir brauchen den Kumpelkracher erstmal auf jeden Fall. Erste Wahl, bist du sicher, dass du den Trick wählst? Ja, denke schon. Okay, warum geht es bei diesem Trick? Der nächste Trick ist ein umwerfendes Angebot. Ich überlasse ihn euch praktisch für umsonst. Im Ernst, bei solchen Preisen werde ich bald eine weitere Hypothek auf mein Haus aufnehmen müssen. Ist dein Haus auch eine zerbröckelnde alte Ruine? Hele! Wenn du Kumpelkracher durchführen willst, springe einfach mit A in die Luft, drücke dann LT, um unseren grünen Freund in Richtung Boden zu knallen. Massiven Schaden zuzufügen. Was? Uff, wäre es nicht sinnvoller, wenn Lele das Knallen übernimmt? Wohl kaum. Bei meinem Kumpelkracher kracht die Okamylus durch den Hindernisse und fein. Was haltet ihr von einer anderen Unfallversicherung, liebe Freunde? Naja, eigentlich. Ein paar schon. Danke, warum? Okay. Erhöhte Freigestammen. Echsen-Senpai. Ja, genau. So, was nehmen wir noch? Wir können den Sonarschuss, Geheimnisse zu zeigen. Und den Schlürfschuss. Dann nehmen wir einfach den Schlürfschuss. Erste Wahl, bist du sicher? Ja, genau. Okay, Wurmi, bring uns was Cooles bei. Nun gut, seid ihr bereit? Jawohl. Dieser nächste Trick ist etwas ganz Besonderes, ein wirklich toller Trick. Nur zu, raus damit, wir müssen ein paar Magiebücher füllen. Wenn du vor essbaren Objekten wie Bärenbüchen stehst, okay. Kannst du B drücken, um sie zu essen? Toll, nicht? Ja, ist das alles? Das hätten diese Fehler für dich Casino-Welt aufheben können. Oh, eine Casino-Welt? Ruhig, Blutlele. Das steckt sicher mehr dahinter. Natürlich, wenn du nach dem Essen X drückst, spuckt
unser grüner Freund sein Essen als Schleimgeschoss aus. Völlig nutzlos. Was willst du denn als nächstes beibringen, wie man einen fahren lässt? Naja, eigentlich. Nee, ich glaube, das kann man auch so. So, das heißt, wir brauchen noch 30 Federn, 200 pro Level gibt's. So, und jetzt haben wir hier diesen Trick. Und genau. Zack. Hallo da oben. Danke für das Licht, damit ich die Zielübung vorbereiten kann. Ja, bitteschön. Wenn ihr alle in drei Blockaden wäre das famos. Ja, ich denke mal, das schaffen wir. Zack. Und zack. Und zack. Hey, Rautan, kommt rein. Dann können wir einen sportlichen Wettbewerb und einen echten Preis ausrichten. Was meint ihr? Ja, hallo, wir haben schon einen Preis verdient. Was soll das? Okay, der leuchtet. Okay. Dann geht's auch runter. Aber keine Federn. Hallo. Bam. Haha. Und tschüss. So, ich will so einen Busch. Ich will mit dem Busch probieren. Hab. Haben doch welche gesehen schon. Egal, gut, dann gehen wir trotzdem erstmal zu unserem Freundchen hier rein. Hallo! Hui! Danke! Duke's Tempel! Ja, hallo Duke! Ja, ich drücke mal falsche Taste. Ich leck die mal an. Danke, dass ihr die oberen Fenster freigelegt habt. Kein Problem. Wir haben die Drecksarbeit erledigt. Jetzt her mit dem Petri. Was? Ich soll euch mein feines Papier geben, sodass ich bei einer Notdurft auf die hiesige Fauna zurückgreifen muss? Wohl kaum. Da will er weiß. Ehrlich, das. Junge. Aber die Idee eines sportlichen Wettbewerbs sorgt mir zu. Ich schlage vor, ihr stellt eure Zielgenauigkeit unter Beweis. Ich stelle die Ziele zur Verfügung auf Grundlage meiner Neandertal-Brüder und ihr nehmt sie unter Beschuss. Wenn ihr trefft, überlasse ich euch die Pagey. Wie wär's? Habt ihr Lust, es an einem Schießstand ein wenig knallen zu lassen? Wir haben das noch nicht gemacht, aber wir probieren es einfach mal. Klingt gut, schießen wir los. Sehr schön. Stellt euch auf das, stellt euch auf das Extra-Ziel, das ich niedergelegt habe. Und vergesst eure Munition nicht. Wenn ihr die gemeinen Bestien niedermetzelt, belohne ich euch mit dem PG. Jo, klingt ja vernünftig, oder? So, wie kann ich die jetzt essen? Aha, einfach. Da sehe ich auch, wie viele ich Intus habe. So. Hm. Wie viele kann ich denn schießen? Ich die jetzt für immer schießen? Mehr schön. Müssen nur ein paar dieser Dinge wegpusten. Jawohl, yeah! Achso, keine mehr. Das war natürlich spitze. Was? Ein erstklassiger Schussvorstellung für zwei Leute aus dem gemeinen Volk.
Es ist ein allgemeines Volk. Aus dem gemeinen Volk ist vorbereitet, den Rest der Firmischergen im Spiel zu erledigen. Geht und holt euch eure Belohnung. Ja, das soll sein, endlich. Ja. Ah, okay. Hallo. Achso, wir können eine neue Welt freischalten, um eine neue Welt zu erkunden. Trefft mich am Großwälzer-Eingang, wenn ihr bereit seid. Dann erzähle ich euch mehr. Ja, ne, jetzt noch nicht, würde ich sagen. Weil hier gibt es ja noch eine ganze Menge zu tun. Wer bist du? Hallo? Oha! Hallo? Hm. Ja, auf jeden Fall gibt's hier ein PG, aber können wir den besiegen? Müssen wir den besiegen oder? Aua. Okay, das tut mir aber auch weh. Hm. So, wer bist du denn? Hallo? Ja, wieder falsch das, aber Affe anlecken. Alles anlecken. Hallo? Hallo? Geht's? Ach du meine Güte. Hallo, ich hatte nicht mit einem Besucher gerechnet. Ihr müsst das schäbige Duo sein, wegen dem Kapitän B so viel Wirbel macht. Was? Darf mich vorstellen? Dr. Puss, die führende, die führende Wissenschaftlerin von Hivori Towers. Zumindest war ich das, bis dieser ruchlose Dr. Quack mir meine Forschungsunterlagen gestohlen hat. Aha, Dr. Quack hat also keine Ahnung. Psst, Joka. Was ist mit ihren Armen los? Hallo, Dr. Puss, ich bin Yoka und das hier ist Leela. Du scheinst ein paar tentakelige technische Schwierigkeiten zu haben. Hä? Nö, oder? Nein, alles okay, sogar besser als okay. Ich arbeite nur gerade an meiner Lieblingserfindung, die eine großartige Transformation ermöglicht. Ich glaube nicht. Nach der furchtbaren Angelegenheit mit Dr. Quack blieb nur ein ledierter Prototyp zurück, aber jetzt läuft der Transformation wieder normal. Naja, abgesehen von dem einem kleinen Vorfall. Ich habe so eine Ahnung, worum es sich dabei gehandelt haben könnte. Wenn ihr in dieser Welt das Molekül für mich findet, kann ich den DNA-Tor auch wirklich anwerfen und euch bei eurem Abenteuer helfen. Den DNA-Tor, wirklich. Ja, wir werden mal sehen, was wir tun können. Hauptsache, ich krieg keine Seepocken, Joka, was? Ja. Na gut, jetzt müssen wir ein Molekül finden. Kann man ein paar. WLAN hier. Redest du mit uns? Ja. Okay.
Huch. Das wollte ich nicht. Egal. Achso, hier war die Rennstrecke. Hier geht's runter. Das ist ein Spielautomat. Hallo. Next. Alter. Was Kartus Kart. Hallo, du komischer polygonaler Dinosaurier. Bist du sicher, dass du im richtigen Spiel oder Jahrzehnt bist? Hallo, mein Name ist Rextro. Ich euch meine unglaublichen Automatenspiele zeigen. Rextro jetzt einsam, alle Freunde weg für Online-Spielen. Was? Rextro spielt Einzelspieler-Spiele, bis Freunde wieder da. Seit wann wartest du auf deine Freunde, Rextro? Seit 97, aber sicher bald wieder hier. kein Wunder, dass ihr kantigen Charaktere ausgestorben seid. Rextro Crowdfunding für Rückkehr gemacht. Coole altmodische Spiel gekriegt. Rextro musste Elemente von anderen Spielen borgen. Aber nicht verraten. ja, ein paar Elemente. Freunde brauchen Spiele mit Automaten funktioniert. Rextro hier in der Nähe sicher. Einen gesehen. Wir haben noch keine Spielmünze, Rextro, aber in der Nähe eine verloren. Wir gehen. Unsere, was? Unsere holen. Abgefahren. Kommt zurück, wenn ihr die Spielmünze gefunden. Okay, eine Spielmünze, die dann unsere Münze wird. Habe ich da auch? Kann ich die eigentlich auch? Die machen die komischen Geräusche. Nein. Hallo. Okay. Okay, nee, das geht nicht. Ganz winzigen Moment. Sofort, geht sofort weiter. So. Uns fehlt noch ein Haufen Zeug, ey. Und ich habe keine Ahnung, wo. Hier kommen Spielmünze. Ganz in der Nähe liegen. Vielleicht hier oben irgendwo? Ja, das war nichts. Hallo. So, mal schauen. War da ohne was mit verlängert haben? Hier unten ging es ja auch weiter. Hui! War das hier?
Musik ist cool. Oh, ein zweiter. Fehlen noch drei Stück. Ja, aber gut versteckt er. Ist er jetzt nicht ganz so offensichtlich? Ich nehme an, hier geht's raus, wenn wir hier einfach drauf gehen. So, aber. So, die, die Seitenteile wollten wir auch noch suchen. Das können wir ja eigentlich als nächstes machen. Wir haben uns ja eine Richtung vorgegeben. Also so ein bisschen. Und wir brauchen noch noch einige Federn. Jetzt sind wir hier lang. Hallo. Was war das? Ah, hier brauchen wir die Fähigkeit auf jeden Fall. Die eine, die uns noch fehlt. Ja, hihi. Nimmt sie Geheimnisse an. Ach ja. So, hier mal das erste. Drei sind, ne? Genau. Ich bin das zweite Peterstück. Noch zwei. Ja. Hm. Bin noch irgendwo hin. Gibt ganz viele Fässer. Ah, da war ich drin. Die paar Kumpels besorgt oder was? Die greifen zwar nicht an. Ah, doch, die greifen doch an. Aua. Hä? Mampf, Mampf. Guten Tag, Junge. Junge Krieger. Ich wette, du hast einen Namen, der irgendwie mit Gewicht zu tun hat. Sag, wie heißt du? Mampf, Mampf. Man nennt mich Sir Goffsalot. Ich bin ein stolzer Ritter von Hamalot, Alter, wirklich. Ich wusste es gut, dann berichte uns mal von deiner kühnen Schatzquest. Mampf, Wahrheit, wahrhaft, meine Ritterkameraden befinden uns auf einer kühnen Jagd um nach heiligen Schatzplatz des großen Rampo. Aus Sicherheitsgründen haben wir unsere Suche auf vier verschiedene Orte aufgeteilt. Ich fühle mich allerdings zurzeit ein wenig zu überlastet, um sie zu finden. Ja, warum wohl? Würdet ihr mir helfen, meine Ritterkameraden aus dem Schatz zu finden? Ja. Keine Bange, Scoffsalot. Wir werden dir helfen, einen Ritter zu finden. Mann, hervorragend. Mein erster Ritter ist ganz in der Nähe. Erlaubt mir, euch mal einen Hinweis zu geben. Meine Füße sind nass und doch nicht. Was? Doch nicht in Sorge versinken. Ich werde in Firmistadt schon nicht ertrinken. Alles klar, falls wir es vergessen sollten, kommen wir wieder und fragen dich nochmal. Ja, komm ab! Gesagt. Was? Was? So, was war der Hinweis? Manchmal schon vergessen, erlaubt mir euch, den Hinweis erneut zu geben. Meine Füße sind nass, doch nicht in Sorge versinken. Ich werde in Firmistadt schon nicht ertrinken. Okay. Also vielleicht, Alter, hat er nicht mein Schwert dabei? Hat er es in der Hand? Nein. Er ist mit Donuts bewaffnet. Alter, geil. Hallo.
So, oh, da ist doch. Haben wir noch alle drei. Wow, das sind alle. Und jetzt kommt zurück und setzt mich zusammen. Ja, machen wir doch. Ja, anlegen. Genau. Ihr habt alle meine Stücke gefunden. Endlich bin ich frei. Aber nicht lange, Goldchen. Ja, weil du landest jetzt in unserer Hosentasche. Oh Gott, mal hier alles ausrichten hier, Mensch. So. Was? Du scheinst ein neues Tonikum freigeschaltet zu haben. Komm zu mir, dann werde ich es dir erklären. Dich haben wir schon gesehen. Und zwar hier oben irgendwo. Ja, gib mir die blöde Feder. Danke. So, haben wir schon über die Hälfte. Genau. Was war hier? Ich glaube, hier auf halber Höhe war das. Oder? Ja. Nein! Wie doof. So, ganz easy. Hallo. Hi Kinder, wie kann ich euch... Was bist du? Wie kann ich euch helfen? Eins bitte. Ein Tonikum? Zeig mir zuerst deinen Betriebsausweis, Junge. Nur für Mitarbeiter von Hivory Towers. Ah, dumme Sache. Mein Fledermausfreund hier hat meinen gefressen. Weißt du was? Einmal lasse ich es dir durchgehen. Im Namen der freundschaftlichen Beziehung und der Kollegen. Ja, wir sind alle freundliche Kollegen. Ich bin Wendy. Du hast schon Erfahrung mit Spielverändernden? Was mit spielverändernden Tonika, oder? Denk dran, jedes angelegte Tonikum verändert deine Arbeitsbedingungen enorm. Du musst für jedes Tonikum zuerst eine Herausforderung bestehen und bau keinen Mist, nur immer ein Tonikum gleichzeitig anlegen. Komm zu mir, wenn du dein Tonikum auswechseln möchtest. Hä? Was? Erhalte plus ein Schmetterlingsgesundheitsplatz. Ach, okay. Okay. Was betäuber? Ah. Was musste ich dafür machen? Egal. Alter, ein Schmetterling. So, jetzt haben wir ein Jahr hervorragend, weil das ist ein sehr nützliches Tonikum. Ja, danke schön. Ex und Hop. Achso, da kann ich langlaufen, cool. Aber erstmal einmal die Federn hier, die brauchen wir sowieso. Zack. So. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben 20. Es fehlen noch 10 Stück. Dann können wir uns die Geheimnisse anzeigen lassen. So, und ich habe da eine Idee, was hiermit ist. Da bin ich ganz alleine drauf gekommen. Ganz ohne Hilfe. Was haben wir denn da? Halbes Gesicht? Nein. Hau ab. Hier steht, trifft er mich dann auch. Aua! Oh. Jetzt trifft er mich nicht, da kann ich mal gucken. Hand.